Vielen Dank, Frau Kollegin Morkunate-Mikulenje. Es folgt Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil auch sehr viel Richtiges gesagt wurde und auch im Bericht steht über Ungarn, was dieses Mobbing gegen Ungarn etwas relativieren müsste, aber auch über die Türkei und Griechenland. Ich will das nicht wiederholen. Aber ich möchte die Gelegenheit benutzen, dieses Haus darauf aufmerksam zu machen, wie wir es selber mit der Meinungsfreiheit halten. Ich habe gestern eine Mitteilung der Generaldirektion Ausstellungsservice bekommen, dass eine Ausstellung, die ich durchführen wollte, hier abgelehnt wird. Und zwar genau aus den Gründen, wie der Kollege Mitchell sie gestern in der Debatte genannt hat. Nämlich eine Ausstellung Jugend für das Leben, das ist eine Lebensschutzorganisation aus Österreich von jungen Menschen, die den Lebensschutz hier darstellen wollte, ihre Bemühungen. Und das wird abgelehnt, und zwar mit der Begründung des Questors Jim Higgins. Das sei höchst kontroversiell und es könnte zu kontroversiellen politischen Debatten führen. Na, doscha her. In einem Parlament könnte eine höchst kontroversielle politische Debatte ausgelöst werden. Das ist Meinungsfreiheit, wie das Europäische Parlament es wahrnimmt, in dem Moment, wo es um Lebensschutz geht. Das zeigt deutlich, wie wir das selber mit der Meinungsfreiheit in diesem Hause halten. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Es folgt Herr Kollege Gollnisch. Herr Präsident, wie üblich ist es so, dass das Europäische Parlament der ganzen Welt Lektionen erteilt, ohne dass man zuerst vor der eigenen Haustür verkehrt. In meinem Land, in Frankreich, wird die Pressefreiheit dauernd eingeschränkt. Es gibt da